Dann stürzen wir uns doch direkt ins Vergnügen und begrüßen den Zuschauer zu Hause. Es geht wieder los. Yay, das war wieder eine. Ja, die Vorfreude ist groß. Endlich wieder Monster. Wer liebt es nicht? Ja, genau. Monster, Zombies, Blut und Splatter. Ja, genau. So, mit der V spreche ich mal nicht. Hier hatten wir, glaube ich, auch schon alles geguckt an Schlagzeilen und so. Das heißt, wir müssen eigentlich wieder nur in den Spiegel. Alles wie gehabt. Echt, das Spiel ist lauter geworden. Ich weiß nicht, woran das liegt. Hammer. Bei dir wird es lauter, bei mir wird es schärfer. Ist es ja. Es geht kaum geiler. Das hat sich selber noch umprogrammiert im Nachhinein. Wie krass. Hammer, ey, oder? Ja, aber total. Ja. So, jetzt. Genau, ich erinnere mich, wir waren. Also an den Raum hier erinnere ich mich, wo wir jetzt sind. Ich weiß aber nicht mehr, wie wir hingekommen sind und was jetzt genau am Bach ist hier. Automat. Eben gucken, sind wir von hier gekommen? Jetzt gerade, meinst du? Nee, letztes Mal. Oh Gott, ja. Du Scherzkeks. Ja, wir sind von hier gekommen. Ich bin mir sicher, wir sind von hier gekommen. Dann sind wir an diesen Automaten hier gegangen, da fiel mir eine Bombe vor die Füße. Ganz normal. Ja, also, wie wir es gewohnt sind. Oh, da ist ein Gehirnautomat. Hm, genau. Ja. Und hier ist noch, nicht. Hier ist noch einer. Mal gucken. Den kann ich mir noch erinnern. Den hatte ich nämlich noch gesehen. Mal gucken. Ich bin jetzt darauf vorbereitet, dass da nochmal eine Bombe rauskommt. Obwohl, die geht aber so schnell hoch. Ich glaube, da kann ich eh nicht reagieren. Das ist leise. Russisch Roulette, ey. Ja, absolut. Ja, absolut. Naja, das war's wert. Jetzt weiß ich auch, woher ich meine Kopfschmerzen habe. Ist das geil. Echt russisch Roulette. Naja, aber ein bisschen konntest du ja einsammeln. Jo, das war eigentlich schon nicht schlecht. Kann er den kleinen Bums wegstecken. Ja. Das Kaffeeposter. Und kein Kaffee weit und breit. Was ist das für ein Beschiss? Ich bin jetzt gerade ein bisschen informiert, wie immer. Orientierungslos? Ja, richtig. Munition gibt es ja hier durchaus. Was mir sehr gefällt. Schreit jemand. Kidman? Kidman! Moment, Kidman, ich muss erst gucken, ob ich noch irgendwie was Nützliches hier finde. Ja, genau. Genau. Ja, Streichhölzer beispielsweise. So viel Zeit muss sein. Sein, dass wir Kidman lange nicht mehr gesehen haben. Oh. Ja, aus den Augen, aus dem Sinn. Ja, so sieht's aus. Oh, ich glaube, die hat ein Problem gerade. Komm, komm, lass mich. Lass mich. Ich muss schnellstens darüber. Kann ich da nicht snipern?
Uiuiui. Oh. Ach du Schreck, das ist eine richtige Fehler. Hä? Wo kann denn jetzt der Bus her? Alle? Ach, Scheiße. Ah. Wie geil ist das denn? Munition alle? Der Sniper. Ich muss springen. Ich sag's ja immer, man soll sich nicht in Wasser begeben, wo man den Grund nicht sehen kann. Jetzt habe ich es wieder bestätigt bekommen. Oh, was war. Oh, was war das denn? Ach du Schreck. Oh. Ja. Hoppla. Ja, hoppla. Kann ich nicht irgendwie auf dieses verdammte. Wärst du jetzt zum anderen Spiel? Wärst du jetzt im Anlauf, dann vielleicht so springen. Ich kann ja nicht springen, ich habe ja keine Sprungtasten. Ja, ich weiß. Deswegen sagte ich ja, wenn du in einem anderen Spiel wärst. Gut, das macht Sinn. Oh nein, Sinn. Matsch. Das macht Sinn. So, jetzt ist die Frage. Aller Fragen. Außenrum. Oder hängen hier Menschen? Aber ich komme hier. Nee, außenrum gibt's nichts. Ich muss irgendwie genau hier durch. Oder? Geht da hinten, komme ich da hinten drauf? Ich probiere es einfach aus, weil mehr als nochmal einen Leckerbissen sein. Ja, das werde ich jetzt wieder. Einmal mehr Fischfutter machen. Ja. Lass mich in den Bus. Einsteigen. Ja, ich seh, wie es da hinten schwimmt. Oh nein. Oh mein Gott. Kommst du da nirgendwo rein? Oh nein. Doch, komm, durch da. Jawohl. Oh Gott, da ist es. Oh. Wohin? Da ist eine Treppe. Schnell rauf. Yeah. Gott, was tut das hier? Mit einem Nu. Puh. Ist aber nicht hinterhergekommen, ne? Ah doch, da kommt es. Ja, es ist schon irgendwie da. Ja. Also nochmal ins Wasser würde ich jetzt nicht gehen wollen. Da sind zu viele! Ach, immer diese Nachladerbahn. Von hier aus kann ich den nicht. Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Ja, aber der Weg war richtig. Ich bin mir nicht sicher, ob der Weg richtig war. Ich wäre die Sequenz nicht gekommen, oder? Ja gut. Munition alle. Oh. Ich habe so viel Munition gefunden. Wieso ist alles alle? Alle. Kann das sein, dass du auf diese komischen Holzpanelen da musst? Ja. Wieso sieht's aus? Ich habe da auch noch einen Mac genommen. Da ist es. Das bedeutet jetzt wieder, ich muss ins Wasser und dieses Viech schwimmt da unten rum. Ich weiß nicht, ob ich es töten kann. Wahrscheinlich nicht. Das ist ja schön. Oh mein Gott. Naja, aber von den Holzpaletten aus kommst du da auch nicht wirklich weiter, oder? Oder kannst du die als Floß benutzen oder so? Ja, irgendwie so. Denk ich das mal. Schießen. Aber du kannst es erschießen. Hm. Ich kann es treffen, ja, aber. Dann taucht es ab.
Natürlich. Wenn das abtaucht, ist es nicht gerade besser für mich, weil dann. Aber oben rechts wird dann immer was angezeigt, wenn du es getroffen hast. Echt? Ja. Ja. Vor allem wie traumatisch ist das für Kidman, wenn die alle nah sein sieht, wie ihr Kumpel da auf die Fresse wird. Ui, ey, der wollte, hast du das gesehen? Der wollte da durch, ey. Der hätte ich jetzt gern durch die Leiter durchgepresst. Das ist so cool, flippt aus und lacht dann noch immer. Das finde ich immer sehr faszinierend. Ja, oh nein, da kommt er. Ah! Ah, verdammt. Vor allem immer das Auge, ne? Also fängt, oh, ich sehe dich. Ja, super, steckst du längst im Mund, aber egal. Auto liegt da irgendwas. Das heißt, ich müsste eigentlich auch auf das Auto drauf gucken. Ist das ein Auto? Ja, das war mal eins. Ja. Das war eins. Ja. Immer dieses Kaffeezeichen ist so geil. Nichts funktioniert mehr, aber das Ding blinkt noch. Ja. Ein Zeichen. Was denn neu? Flaschen, toll. Was hab ich denn mit Flaschen? Das will ich ablenken. Vielleicht kannst du ihm das dann in den offenen Mund schmeißen oder so. Ups. Ja, aber komm. Ja, aber dann stirbt es vielleicht durch Flachspitze. Weil du werfen. Oh nein! Aber das ist doch jetzt schon dahin geschwommen, wo die Flasche gelandet war. Beim ersten Mal ja, beim zweiten Mal bin ich leider beim Flaschewerfen ins Wasser gefallen. Ja, das sehe ich jetzt auch. Ich das sehe ich jetzt auch. Ja. Fast so gut wie deren Fall. Wo du fast. Ah, geil. Das ist mein Team. Die freuen sich immer sehr, wenn ich sterbe. Oh mein Gott. Slapstick-Aktion. Oh Mann, ey. Ah, herrlich. Wieder auf. So, Flasche nehmen. Wieder rauf. Knappig. Ich hab so eine Ausdrucksweise. Oh nein, du bist schon wieder ins Wasser gefallen. Ja, ja, wem sagst du das? Nein. Das kann doch nicht wahr sein. Eieiei. Ein Stück vom Auto entfernt. Ich hab noch keine genaue Idee im Moment. Das ist doch
Ah, das gibt's doch gar nicht. Irgendwie ist das doch offensichtlich, dass die Flaschen dafür da liegen, damit ich das Viech ablenke, dann auf das nächste Auto da hinten rüberkomme, wo wieder Flaschen liegen, um es abzulenken. Eigentlich schon. Hast du keinen Kältebolzen mehr, wo ich das gerade gelesen habe? Ach, jetzt fällt der wieder da, Junge. Weil wenn der erstarren würde oder sowas, dann könntest du vielleicht dran vorbei. Wenn der erstarren würde, ja. Ja, so ein Kältebolzen. Naja, ich weiß. Wenn du ins Wasser fällst und die Flasche hinschmeißt. Da. Rechts. Oh. Das ist ziemlich unbeeindruckt, das kommt nicht her. Doch, jetzt. Geh da rauf, dann nimmt er sich erst die Flasche. Das ist ein Vogel. Oh ja, oder kannst du nicht so ein paar Leichen vor dir her schieben? Ja, das hat gerade so halbwegs geklappt. Also schwimmt das Zeug jetzt nicht da hinten rüber. Dovi muss da drüben hinschwimmen. Gedacht, ey. Oh, nee. Dabei ist die Strecke kürzer zu schwimmen. Oh, nee. Ey, wer schießt denn da die Dinger weg? Sind die bekloppt? Voll witzig, oh nein, ne? Das darf doch nicht wahr sein. Oh nein. Boah, als erstes würde ich versuchen, diesen Typen da runter zu ballern, ey. Weißt du, was ich meine? Wenn du hinten auf dem Auto bist, siehst du dann schon den, der da schießt nachher? Ja, Mensch! wenn ich auf dem Aufschild, ja, wahrscheinlich will ich ihn dann. Dass du ihn dann schon mal erschießt, dann kann er dir die Holzdinger dann nicht mehr wegschießen. So, boah, das ist aber echt. Das ist. Ich habe aber auch noch nicht so den richtigen Punkt gefunden, wo ich diese blöden Flaschen hinwerfen muss. Irgendwie reagiert das Viech ja nur mäßig darauf. Mhm. Na toll, steht der Gegner, können durch geworfene Flaschen abgelenkt werden. Versuchen wir die ganze Zeit, geht ja nicht. So eine Leiche könnte ich als Schutz nutzen, aber ja, genau, habe ich falsch gedacht. Falsch gedacht. Warte, wir gucken jetzt mal, ob ich da so ein Gefrierungsbolzen hab.
habe ich, glaube ich, auch irgendwie alle Bolzen. Zwei habe ich, aber ich weiß nicht, was das für welche sind. Mal gucken. Das ist Elektro. Ja, das wäre ein Gefrierer. Hm. Ja, vielleicht geht das. Da siehst du, du bist nämlich ein bisschen schockgefrostet. Nee, nicht wirklich. Nee, nicht wirklich. Ich sehe es gerade. Das hat sich aber schnell wieder erholt. Ja, ich glaube, ich habe es auch gar nicht richtig getroffen. Ja, aber du bist auf dem richtigen Weg. Wir schauen mal, ob das der richtige Weg ist. Alles laden. Den Typen ab. Genau, dann kommen wir mal den Kollegen da weg. Oh, geht das da drauf? Ach, der geht hier gar nicht drauf. Ist der dumm? Da schwimmt der unter dem. Das kann nicht wahr sein, ey. Boah. Geil. Nein. Wir müssen alles ein bisschen anders machen als normal. Schwimmt der unter den... Nein. Ja, gut. Das ist ein Schneller. Oh, nee, ne? Kann nicht warten. Ach, da hinten ist wieder so eine komische Tür. Muss ich durch. Na geil. Ach die. Na geil. Aber das hat sich die Flasche da nach hinten schmeißen. Ja, ne? Die Sachen jetzt zu kriegen. Das ist aber alles ganz leicht. Ah. Runterfallen. Ach, alles ganz leicht. Ja, im Prinzip schon. Hoppla. Was kommt noch für eine komische Musik jetzt gerade? Fällt mir nicht. Ich muss wieder die Waffe benutzen. Ich brauche meine Magnum. Oh, Magnum hätte ich jetzt auch gerne. So, ich glaube, ich nehme auch mal eine Spritze.
Achso, du meinst die Mucke, die sich zum Rennen animiert. Ah, oh, da sind sie alle jetzt. Ey, hat der gerade noch wieder Horn mit dem Hammer? Oh, alter Schwede. Oh. Oh nein. Sauerei gemacht, ey. Boah, das sieht aber auch aus, ey. Als hätte er jetzt gerade irgendwie Village People erschossen. Ja, ne? Aber wirklich? YNCA. In den letzten Sekunden so. Oh. Oh mein Gott. Natürlich. Lange nicht mehr von der Bombe erwischt worden. Eine Bärenfalle war auch da. Ja, wir haben gerade gewählt. Ich bin jetzt nicht reingetreten. Naja, nein, kann nein. Kann ja noch kommen. Oh, jetzt. Dann hast du es noch nicht gefunden. Nee, deshalb. Deshalb trete ich schon gleich noch rein. Ist das reingetreten oder nicht? Oder war das die Bombe? Nee, das war die Bombe. Ich bin's. Ja, das war zu viel Bärenfalle oder Bombe, beides gleichzeitig. Wenn du nicht gekommen wärst. Bade das für später auf. Da sind bestimmt noch mehr. Pass auf! Dann sterben sie immer noch. Ich kann schon abgehen. Mhm. Irgendwie Maschinengewehr oder was? Nö. Ja. Kommt vor. Ach, der mit der Maske jetzt. Oh. Ja. Jetzt versteckt da noch seine Weichteile, dass man da nicht hinschießen kann. Oh nein. Dafür verbrennen wir ihn mal. So. Sie wartet vorm Aufzug, also nehme ich an, zuvor die Treppe zu nehmen. Oder? Weil das ginge nämlich auch. Hm. Aber sie steht halt vorm Aufzug. So ist das wohl gewollt. Wo die Skippen. Kommst du jetzt mit oder? Wieso nimmst du denn nicht im Aufzug? Ich bin doch jetzt im Aufzug. Aber Kidman steht da, als wenn die. So. Hallo Kidman? Ich geh mal kurz die Treppe runter. Bis du dich entschlossen hast. Jetzt kommst du nämlich hinterher. Aufzug war wohl doch falsch.